Thank you.
Ferdinand ein ganz spezielles auf deine Tochter Lisa. Danke, danke. Wirklich ein Prachtmädel, deine Tochter. Oh, wie sie heute beim Damenrennen siegte. Ferdinand, du kannst wahrhaftig stolz sein auf dein Pferd. Ich meine auf deine Tochter. Bin ich auch. Nur schade, dass er ein Mädel ist. Ich will an meiner Seligen keinen Vorwurf machen. Aber was wäre das für ein prächtiger, breiter Offizier geworden? Ah, Leutnant Gustl. Servus, meine Herren. Exzellenz, als Deputation unseres Regiments bitte wie gehorsamst, Euer Exzellenz, zum glorreichen Reitersieger, Euer Exzellenz Tochter, unsere Glückwünsche respektvollst darbringen zu dürfen. Besten Dank, meine Herren. Aber nun kommt. Die Damen werden sich über den neuen Zuwachs an so flotterten Zergebiss freuen. Also, vorwärts zur Attacke, meine Herren. Da kommt Lisa! Sie lebe hoch! Sie lebe hoch! Sie lebe hoch! Hoch soll sie leben! Hoch soll sie leben! Bei Gott! Ich danke für die Huldigung und für den brotlichen Empfang. Halt, meine Herren, war ein Tag, wie ich gerne ihn war. Denn ich glaubte zu schweben auf meinem Feld. Heut hätte ich Lust, das Feuer, ein Abenteuer, noch zu beschlagen. Ja, das schön.
Gnädigste Comtesse, als Deputation unseres Regiments. Gustl, lass doch diese Faxen. Ohne dein glänzendes Training hätte ich doch niemals gesiegt. Ach, die schönen Blumen. Für dich. Ich danke dir, Gustl. Von seiner Hoheit, dem Prinzen Su Hong. Von seiner Hoheit? Ja, ab, ab. Oh, wie schön! Ein Buddha! Oh. Naja, mit einem solchen Größe aus China kann natürlich ein österreichischer Leutnant nicht konkurrieren. Nicht der Gold wert ist es, lieber Gustl, sondern der ganz aparte Geschmack. Wie man's nimmt. Mir scheint, dass er ein wenig oft von seinem aparten Geschmack Gebrauch macht. Es fragt sich nur, ob alles Exotische deshalb gleich auch apart ist. Aber Gustl, ich bitte gehorsamst um Entschuldigung. Aber ich möchte mir nur respektvoll die Bemerkung erlauben, dass es oft sehr schwer zu unterscheiden ist, ob etwas apart ist, weil es exotisch ist, oder ob es exotisch ist, weil es apart ist, oder beides. Schon gut, ist schon gut. Ah ja. Mein lieber Neffe, Tante, auf den Prinzen Su Hong, da lasse ich einfach nichts kommen. Er ist so charmant, dass man das Exotische an ihm gar nicht mal als exotisch empfindet. Ich glaube, wenn ich ein paar Monate jünger wäre, er könnte mir sogar gefährlich werden. Um Gottes Willen, da wäre am Ende mein Onkel geworden. Exzellenz, in blauen Saal ist serviert. Meine Herrschaften, darf ich bitten? Liebste Lisa, wenn ich auch kein Prinz aus China bin. Aber Gustl! Verzeihung, Tante, darf ich bitten? Über deinem Haupte schweben. Lisa! Lisa, wir warten auf dich. Ja, Gustl. Sag mal, was hast du denn da gesungen? Das? Hm? Das ist ein chinesisches Liebeslied. Ah, da schau her. Erst kommt der Buddha und jetzt singst du schon chinesische Liebeslieder. Du zeigst ein auffallendes Interesse für alles Chinesische. Ich schwärme eben für alles Exotische. Ja, ja. Aber komm jetzt lieber zur Gesellschaft. Nein, Lisa, bitte bleib noch einen Moment. Ich muss dringend mit dir sprechen. Ja? Und was gibt's denn, Gustl? Lisa, ich habe heute Vormittag 20.000 Kronen im Kriegsministerium hinterlegt. Wozu? Naja, du weißt doch, wenn ein Offizier heiraten will, da muss er eine Kaution hinterlegen. Gustl, du willst heiraten? Ja. Oh, da gratuliere ich dir von ganzem Herzen. Na sag, wer ist denn die Glückliche? Aber Lisa, fragst du das im Ernst? Du kannst nicht wirklich im Zweifel sein. Ach so. Du meinst mich? Ja. Gustl, wie soll ich dir das sagen?
was? Hol dir die 20.000 Kronen wieder ab. Du willst mich also nicht. Schau, Gustl, du bist mein bester Freund. Ich könnte mir keinen besseren wünschen. Aber zum Heiraten, du darfst mir nicht böse sein. Da reicht es doch nicht ganz. Vor einigen Wochen, da hättest du noch ganz anders gesprochen. Aber ich weiß ja, woher der Ostwind weht. Lisa, sag, liebst du den Prinzen Suchung? Seit wann bist du denn meine Gouvernante? Nein, 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 das nicht, nein. Aber gestatte mir, dass ich dich warne. Ich weiß, was ich will. Oh, Gustl! Du meinst es gut mit mir. Doch wir zwei bleiben doch die guten, alten Freunde. Ja? Es ist nicht das letzte Mal und ist nicht das letzte Mal, dass zwei Leute nur was von Ihnen? Exzellenz, wir haben eine große Bitte. Na bitte. Möchtest du uns nicht mit den Prinzensuchungen bekannt machen? So, so, also auch hier der Reis des Exotischen. Mach dich bitte nicht lustig über uns, wir sind doch alle so gespannt. Also gut, ich werde euch den Wunsch erfüllen, aber was bekomme ich dafür? Nun? Also, Onkelchen, ich kenne dich doch. Ich opfere mich als Erster. Erstes Opfer. Ich opfere mich auch. Zweites Opfer. Drittes Opfer.
viertes Opfer. Keine weiteren Opfer mehr? Also gut. Ich werde den Prinzen herführen. Ich bin schließlich ein berühmter Herrführer. Aber bitte, Onkel, unauffällig. Ganz unauffällig. Aber kommen Sie, wir warten dort im Salon.
Komtesse! Darf ich etwas servieren lassen? Ergebensten Dank. Wenn ich um etwas bitten dürfte, dann vielleicht eine Tasse Tee? Mit Vergnügen. Bringen Sie bitte Tee. Ich muss Ihnen auch noch ganz besonders für den wunderschönen Buddha danken. Hat er Ihnen gefallen? Oh ja, sehr. Das freut mich. Dieser Buddha ist mehr als 1000 Jahre alt und wurde in meiner Familie als Heiligtum und Talisman verehrt. Und ein solch kostbares Kleinod schenken Sie mir? Nichts ist zu kostbar, als dass ich es Ihnen nicht mit Freuden zu Füßen legen möchte. Dann vielen Dank. Ach, bringen Sie vielleicht ein Tässchen Tee. Sie fühlen sich dann wie zu Hause in meiner Nähe. Ich bin entzückt, ich bin beglückt, wenn ich Sie sehe. Und besser schmeckt mir noch als Sekt das Tässchen Tee. Festesten Mädchen der Wiener Gesellschaft bekannt machen. Dies ist meine Nichte, Lore, und das sind ihre Freundinnen. Meine Damen,
Hoheit, entschuldige mich. Oh, bitte. Lisa? Hm? Die Gesellschaft erwartet deine Anwesenheit. Du gestattest? Na ja. Na, ganz unauffällig. Meine reizenden Damen, wenn ich in so viele leuchtende Augen sehe, ist es mir fast, als hätte ich Opium geraucht. Wieso? Im Opiumrausch hat man die beglückendsten Träume. Oh, wie galant, Hoheit. Auch wir in China wissen, wie man jungen Damen den Hof macht. Wie macht man denn in China jungen Damen den Hof? Bitte erzählen. Wenn es Sie interessiert, will ich es Ihnen gerne erzählen. Der Sekretär der chinesischen Gesandtschaft ist hier. Der Sekretär der Gesandtschaft?
Sie sehen, meine Damen, selbst zu so später Stunde noch Staatsgeschäfte. Also, Herr Sekretär, was gibt es denn so dringend? Hoheit, wurden zum Ministerpräsidenten unseres erhabenen Reiches ernannt. Ich bitte, den ergebensten Glückwunsch unserer Gesandtschaft entgegenzunehmen. Ich danke und bitte den Herren der Gesandtschaft, meine Dankesgrüße zu übermitteln. Hoheit, wir müssen schon morgen früh abreisen. Der Sonderzug ist bereits bestellt. Danke. Pardon, ich wollte nicht stören. Durchaus nicht. Im Gegenteil, Exzellenz. Der Sekretär unserer Gesandtschaft überbringt mir soeben die Nachricht, dass ich zum Ministerpräsidenten unseres erhabenen Reiches ernannt wurde. Oh, ich gratuliere. Sie erlauben, dass ich der Gesellschaft davon Mitteilung mache? Ich bitte sogar darum, da ich Sie vorzeitig verlassen muss. Na ja, wo bleiben denn die Herren so lange? Denke dir, mein liebes Kind. Soeben hat seine Hoheit die freudige Nachricht erhalten, dass er zum Ministerpräsidenten seines Landes ernannt worden ist. Oh, ich gratuliere. Leider muss ich Sie schon morgen verlassen. So plötzlich? Zu meinem größten Bedauern. Gestatten Sie, dass ich meinem Sekretär die letzten Anweisungen zur Abreise gebe? Selbstverständlich. Eine ganz große Bitte. Ich möchte einen Augenblick mit dem Prinzen alleine sein. Mein Kind, ich warne dich. Mach keine Dummheiten, die du später einmal bereuen könntest. Europa und China, das ist wie Feuer und Wasser. Aber denke daran. Aber Papa, sei ohne Sorge. Verlass dich auf mich. Ihr seid allein. Wollte wäre die anderen nicht böse sein. Was geht uns das an? Sonderbar. Warum sonderbar? Ich finde die anderen sehr banal. Noch nie habe ich sie in dieser Stimmung gesehen. Lieber Freund, ich möchte mir Ihnen etwas gestehen. Ein Lied, es verfolgt mich Tag und Nacht. Meine süße ich noch nie diese Melodie. Liebe Prinz, ich danke Ihnen herzlich für dieses Kompliment. Oh, bitte, das höchste Kompliment an ihn heißt, denn du bist der Traum meiner Spielfrau. Wie sollt ihr anders doch als wir? Was meinen Sie damit, dass wir ganz arg das sind? Sie sind wie aus einer anderen Welt.
dieser Welt hinein. Es wird schon so sein, ich passe nicht in ihre Welt hinein. Es ist schon so, ich bin sehr froh, dass ich wieder nach China gehe. Und von Europa, und von Wien, dass ich auch wieder sehe. Bin froh, dass ich Bye.
Thank you.
lieber Neffe, du bist der Stolz der Familie, denn du hast Freude und Glück über uns gebracht. Das erhabene Herrscherhaus hat dir die allerhöchste Auszeichnung verliehen, die es in unserem Lande gibt, die gelbe Jacke. Als Familienoberhaupt habe ich nur den einen Wunsch. Trage sie in Ehren und zum Glanze unserer Familie. Mögen die Götter meine Schritte leiten, auf dass ich mich deiner Worte als würdig erweise. Verehrungswürdiger Oheim. Mein lieber Bruder, ich neige mich vor deinem Sonnenglanz und komme, um dir Glück zu wünschen. Ich danke dir. Verehrungswürdiger Oheim, verzeihe deiner unwürdigen Nichte, dass sie dich nicht zuerst begrüßt. Unwürdiger? Wie kannst du es wagen, in einer derartigen Maskerade hier zu erscheinen? Wann war eine Chinesin je so schamlos, ihre nackten Beine zu zeigen? Aber in langen Röcken kann man doch nicht Tennis spielen. Dann spielt man eben nicht Tennis. Noch dazu an einem solchen Tage. Fühlst du denn nicht, dass du deine Frauenwürde in den Staub ziehst? Nein, meine weiße Schwester, die Lotusblume. Eine Manchu hat keine weiße Schwester. Geh und lass dich in dieser Maskerade nie mehr vor mir sehen. Geh und tue, wie dir unser verehrungswürdiger Oheim empfiehlt. Ja, lieber Bruder. Da siehst du, welche Verderbnis der Sitten diese Europäerin schon über unser Haus gebracht hat. Ich glaube, du siehst das falsch. Es ist auch schon in maßgebenden Kreisen aufgefallen, dass du die vier Manchu-Mädchen noch nicht zu deinen Ehefrauen gemacht hast. Die maßgebenden Kreise werden sich mit der Zeit daran gewöhnen müssen. Die Herrin Lotusblume wünscht, den erhabenen Herrn zu sprechen. Endlich! Sie wünscht? Ein Wunder, dass sie nicht befiehlt. Du vergisst, sie ist Europäerin. Und in Europa gilt Damen gegenüber der Satz, ihr Wunsch ist mir Befehl. Will zu den heiligen Göttern beten, dass sie dir nicht zu spät die Erleuchtung senden. Und wo weilt die Herrin Lotusblüte jetzt? Im Garten, hoher Herr! So. Isa! Endlich kann auch ich dir gratulieren. Ich bin ja so stolz auf dich. Jetzt erst bekommt die Auszeichnung für mich inneren Wert, da du dich darüber freust. Hätte ich doch nur dabei sein können. Bei uns in Europa ist doch alles ganz anders. Wenn der Mann so hohe Auszeichnungen bekommt, fällt dort auch ein bisschen Glanz auf die Frau. Aber hier muss ich beiseite stehen, unbeachtet, ein Nichts. In meinem Herzen bist du die Erste. In meinem Hause bist du Königin. Sag einmal so, wie gefällt dir dieses Bild? Dein Bild! Diesem Tage wollte auch ich dir eine kleine Freude machen. Du konntest mir keine größere Freude bereiten. Ich will es ewig an meinem Herzen tragen. Lotusblume.
Das ist ja ein merkwürdiges Haus. Kein Mensch zu sehen. Naja, da kann man nichts machen. Aber ich bin gespannt, was Lisa sagen wird. Fesch, unwiderstehlich. Tja, Lisa. Wo habt ihr eigentlich was? Ah! Wer bist denn du? Ich gehöre zu den Haustieren, aber Sie sind ein Fremder. Und dort sind die Privatgemächer seiner Hoheit. Also bitte, bitte, bitte! Fällt mir ja gar nicht ein. Seit 3 Tagen bin ich in China und will dem Prinzen meine Antrittsvisite machen. Und immer heißt es Staatsgeschäfte. Das interessiert mich nicht! Bitte, bitte!
war das? Eine Erinnerung an meine holde Jugendzeit. Rühren Sie mich nicht an! Ich bin Obereunuch seiner Hoheit. Obereunuch? Das ist ja sehr interessant. Sagen Sie, wie lange sind Sie schon? Ich verstehe es schon. Nein. Ich meine, wie lange betreiben Sie schon Ihr Amt? Seit 30 Jahren. Sehr peinlich. Man gewöhnt sich dran. Ich stamme nämlich aus einem alten Eunuchengeschlecht. Schon mein Papa war ein alter Eunuch. Und Mama seine Lieblingsfrau. Und ich bin ihr Früchtchen. Ja, da kann man nichts machen. Wenn man da was machen könnte, da hätte ich schon längst was gemacht. Sagen Sie, Sie können also in den Frauengemächern so ein- und ausgehen? Ich schon, aber Sie nicht. Ach, könnte man da nicht mit Ihnen so ein bisschen rein und raus spazieren? Ja. Unmöglich. Unmöglich? Heutzutage ist gar nichts unmöglich. Also, was kostet es, wenn Sie mich da so ein bisschen einschmuggeln? Was? Sie wollen mich bestechen? Mich? Eine Vertrauensperson? Probieren Sie es. Denn was hinter meinem Rücken geschieht, geht niemand was an. Oh, ich muss sagen, es ist Ihnen fast gelungen. Gut, probieren Sie es gleich noch einmal. Naja. Ihnen gelingt aber auch alles. Also, was kostet es wirklich, wenn Sie mich da einschmuggeln? Nicht viel. Den Kopf. Den Kopf? Ja, so viel wollte ich eigentlich nicht anlegen. Aber soweit ich weiß, hat der Prinz doch nur eine Frau, eine Weiße aus Europa. Wozu also einen Eunuchen? Hoheit hat mich vom seligen Papa mit dem ganzen Inventar übernommen. Dann hat man mich auf Eis gelegt, damit ich frisch bleibe. Bis jetzt war ich überflüssig. Aber jetzt bin ich wieder flüssig. Heute, da trete ich wieder in Amt und Würden. Denn heute beziehen vier neue Herren das Frauenpalais. Was? Ja, Hoheit heiratet. Aber gleich vier auf einmal? Mhm. Ja, und was sagt die europäische Frau dazu? Die weiß ja nichts davon. Mir scheint, da bin ich gerade zur rechten Zeit gekommen. Also, schau, dass du weiterkommst. Bitte. Ja. Und wenn das mit dem Einschmuggeln klappt, bekommst du das Doppelte. Ihr Wort in Buddhas Gehörgang. Ah, da ist schon eine von den vier Bräuten. Gnädiges Fräulein. Das ist ja meine reizende Tennispartnerin von heute früh. Entschuldigen Sie vielmals, dass ich Sie nicht gleich erkannt habe. Aber das macht ja nichts. Es ist übrigens auch gar nicht so einfach in diesem veränderten Kostüm. Sie sehen fabelhaft aus. Oh, Sie bringen mich in Verlegenheit. Dieser Charme, diese Grazie. Direkt zum Verlieben. Jetzt machen Sie sich über mich lustig. Aber nein, ich schwöre.
direkt zum Verlieben. Ist das wirklich wahr? Das klingt ja beinahe wie eine Liebeserklärung. Und das soll es ja auch sein. Oh, ich weiß, dass man einem europäischen Mann in Sachen Liebe kein Wort glauben darf. Oh, wer hat Ihnen denn das gesagt? Die Lotusblume. Die Lotusblume? Ach, das ist bei Ihnen so wie bei uns mit den Margeriten. Hm? Er liebt mich von Herzen, mit Schmerzen, ein wenig oder gar nicht. Aber woher wissen denn das bei Ihnen? Die Blumen? Ach, das ist sicher noch ein Überbleibsel aus dem Paradies. Als Gott die Welt erschuf, war alle Menschen gleich. Alle Blumen blühten dort für uns sowie für euch. Und es gab nicht gelb und weiß und schwarz und arm und reich. Wenn auch im Lauf der Zeit entstand der schöne Brauch. Alle Menschen sind verschieden und die Sitten auch. Nur wenn unsere Herzen sprechen täglich süß, ist es noch genauso wie im Paradies. Meine Liebe, deine Liebe, die sind beide gleich. Jeder Mensch hat nur ein Herz und nur ein Himmelreich. Meine Liebe hat denselben Sinn. Ich liebe dich und du liebst mich und da liegt alles drin. Meine Liebe, die sind beide gleich. Jeder Mensch hat nur ein Herz und nur ein Himmelreich. Meine Liebe, deine Liebe hat denselben Sinn. Ich liebe dich und du liebst mich und da liegt alles drin. Der kühle Englischmann, der zeigt nicht sein Gefühl, doch der deutsche Dichter tut es Guten oft zu viel. Für den Herr Franzosen ist es ein Gesellschaftsspiel. In China ist man zart und seufzt bei Mondenschein. Und in Wien galt und wird intimer erst beim Wein. Doch wenn sich in 3 Jahren ist auch dieses Glück getrübt. Jeden Tag gibt's Entenbrüstchen, bambusgrünen Tee. Er sehnt sich so nach Wiener Würstchen, drum sagt er ihr Ade. Meine Tante, deine Tante, die sind beide reich. Wenn ich sie beerben könnt, am liebsten wär's mir gleich.
Wenn das heute so weitergeht, verliere ich meinen Bauch. Dann brauch ich nicht nach Marienbad. In Peine geht es auch. Mein lieber Neffe, endlich finde ich Gelegenheit, unser Gespräch fortzusetzen. Deine hohe Stellung bürdet dir jetzt Pflichten auf. Nicht nur gegen unser erhabenes Herrscherhaus, sondern auch gegen unsere Familie. Deshalb habe ich als Familienoberhaupt beschlossen, dir noch heute deine 4 Bräute zuzuführen. Du weißt, ich bin schon verheiratet. Ach, du meinst diese Europäerin. Nach den Gesetzen unseres Landes und den Geboten des großen Konfuzius ist sie nicht deine Gattin, sondern deine Sklavin. Oder, wenn du es auf europäisch ausgedrückt wissen willst, deine Mätresse. Ich danke für die Belehrung. Ich kenne meine Pflichten und werde der Landessitte genügen. Die von dir gewünschte Heirat kann jederzeit stattfinden, wenn es sein muss, noch heute. Ich hoffe, du bist dir dessen bewusst, dass neben den 4 Prinzessinnen in deinem Frauenpalais für eine Europäerin kein Platz mehr ist. So lautet unser Gesetz. Ich kenne das Gesetz, aber es ist veraltet. Passt nicht mehr in unsere Zeit hinein. In Zukunft gebe ich diesem Land die Gesetze und werde sie ändern. Du willst dich gegen unsere vieltausendjährige Tradition aufwenden? Ja! Das will ich. Ich habe weder das Recht noch die Macht, deine Entschlüsse zu beeinflussen. Aber ich warne dich. Fürchte die Götter. Ihr ewigen Götter, es kann nicht Unrecht sein, was ich tue. Meine Liebe und mein Herz gehören nur dieser einen einzigen Frau. Glaub, Schild, Sehnsucht, Wahn ist ein Schild.
Jetzt verabschieden, denn ich muss seiner Hoheit, dem Prinzen zu Hong, meine Aufwartung machen. Melde seiner Hoheit von dem Fürsten Chang, dass Graf Pottenstein von der österreichischen Gesandtschaft seine Aufwartung zu machen wünscht. Ping-Pong! Mein lieber Bruder wird sich sicher sehr freuen. Ihr Bruder? Ja, ich bin die Schwester des Prinzen. Warum haben Sie mir das denn nicht früher gesagt? Sie haben mich ja nicht danach gefragt. Ja, das stimmt. Aber dann sind Sie die Schwägerin von Lisa. Natürlich. Oh, sage Sie, Prinzessin, wie geht es ihr? Was macht sie? Wie schaut sie aus? Aber da kommt sie ja. Jetzt können Sie Lisa alles selber fragen. Gustav! Lisa! Bist du es denn auch wirklich? Ja. Na, wieso kommst du denn so plötzlich hierher? Na, was machst du denn in China? Ach, weißt du, seit du weg bist, hat's mir in Wien nicht mehr so recht gefallen. Naja, und da habe ich mich mit so ein paar Beziehungen als Militärattaché nach China abkommandieren lassen. Dein Papa hat mir übrigens auch geholfen. Fesch, was? Oh, sehr fesch. Ja, alte Liebe rostet nicht. Du bist noch immer der liebe alte Gustl geblieben. Aber du, Lisa, oh, pardon, Hoheit sind einfach noch schöner geworden. Okay, hör auf. Erzähl mir lieber, wie es meinem Vater geht. Oh, blendend, ausgezeichnet. Und du? Hast du hier das Glück gefunden, das du erhofft hast? Ich bin restlos glücklich. Ich liebe meinen Mann über alles. Und er liebt mich. Und wie findest du dich mit den Sitten und Gebräuchen dieses Landes ab? Die kenne ich überhaupt nicht. Aha. Aber du fragst so merkwürdig. Oh, na ja, ich habe das sowas läuten gehört. Aha, was hast du denn so läuten gehört? Beispielsweise, dass ein Mann vom Range deines Herrn Gemahls gleich 4 Frauen auf einmal heiraten muss. 4 Frauen? Auf einmal? Ja. Ganz ausgeschlossen. Das würde er mir nie antun. Ach, da freue ich mich, dass ich dein Herr Papa in Wien nur angenehme Mitteilungen machen kann. Ja, das kannst du. So, ich habe Besuch aus meiner Heimat. Herr Graf, willkommen in unserem Lande. Ihr Besuch wurde mir bereits avisiert. Gestatten Sie, dass ich vorstelle. Graf Pottenstein,
Fürst Chang. Ja, grüß Gott. Buddha segne Ihren Eingang und ferneren Lebensweg. Ja, danke schön. Gleichfalls. Ich hoffe, dass Sie sich fern Ihrer Heimat in unserem Lande wohlfühlen. Wenn ich Ihnen behilflich sein kann, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Nein, Su, du brauchst gar nicht so liebenswürdig zu ihm zu sein. Ich bin eigentlich sogar böse auf ihn. Er behauptet, dass du in deiner hohen Stellung mindestens 4 Frauen heiraten musst. Da hat er recht. Nach dem Gesetz ja. Aber es ist nur eine bedeutungslose Zeremonie, die mit uns zwei nichts zu tun hat. Ja, bitte. Die Herren von der englischen Gesandtschaft sind erschienen. Sie wollen eurer Hoheit ihre Glückwünsche darbringen. Ich komme sofort. Sie entschuldigen mich. Lisa. Ich darf mich wohl jetzt auch entfernen. Aber ehe ich gehe, halte ich es für meine Pflicht, darauf hinzuweisen, dass die Gesetze des heiligen Konfuzius keine bedeutungslose Zeremonie sind. Im Gegenteil, sie sind streng zu befolgen und sagen klar und deutlich, dass ein Mann vom Rang seiner Hoheit 4 Frauen heiraten muss. Und eine Europäerin in seinem Hause nicht geduldet werden darf. Und das bedeutet? Dass ich fort muss? Nach der Meinung seiner Hoheit, nein. Nach dem Gesetz, ja. Ich hoffe, Sie werden wissen, was Sie zu tun haben. Gräfin! Gustl! Du musst jetzt so schnell wie möglich fort von hier. Ich beeile mich und bereite alles für die Abreise vor. Und Lisa, versprich mir, dass du nichts ohne mich unternimmst. Ja. Ja. So, also, sieht mein Glück aus. Ich fühle nur ein.
Du hast sie also wirklich geheiratet? Ich sage es dir noch einmal. Es ist nur eine bedeutungslose Zeremonie. Bedeutungslos? Vielleicht für dich, aber nicht für mich. Wusstest du nicht, in welches Land du mir gefolgt bist? Ja, das wusste ich wohl. Aber ich kannte nur dich. Su, ich habe dir blind vertraut. Du hättest mir sagen müssen, was mich hier erwartet. Mein Entschluss steht fest. Ich gehe. Ich will nicht, dass du gehst. So. Ich verbiete es dir. Mit allen Mitteln. Jetzt zeigt
Palast nicht verlassen. Ihr Götter sagt, was ist mit mir geschehen? Ist es ein böser Traum, was ich gesehen? Was hab ich getan? Was hab ich getan? Oh!
spät. Oder hat man dir verboten, zu mir zu kommen? Sag die Wahrheit. Aber im Gegenteil, mein Bruder hat mich darum gebeten, zu dir zu gehen. Lisa, es gibt nur noch einen Ausweg. Du musst dich mit ihm versöhnen, dich mit ihm aussprechen. Er leidet so sehr unter der Trennung. Ich kann ihn nicht mehr lieben und will ihn auch nichts vormachen. Bedenke doch, die vier Frauen. Aber er hat sie noch keines Blickes gewürdigt. Nein, nein, ich muss fort. Lisa! Bitte nur hier lang, es ist niemand da! Oh! Also, das war der ganze Harem? Ja! Das waren erst die Gemächte für chinesische Frauen. Wo sind die Gemächer der europäischen Frau des Prinzen? Da dort! Da muss ich auch hinein. Halt! Dort ist uns der Zutritt verboten. Denn Hoheit, die weiße Prinzessin hat ihre eigene Dienerschaft. Nur weibliche. Also keine Eunuchen? Nur weibliche Dienerschaft? Sehr gut. Da will ich auch hinein. Eintritt verboten! Da zahle ich eben Eintrittsgeld. Verstanden? Verstanden! Oh, ich muss sagen, heute gelingt Ihnen mal wieder alles. Ping-pong! Gustl, um Gottes Willen, was machst du denn hier? Wenn man sie hier findet, sind sie verloren. Keine Sorge, alles ist zur Flucht vorbereitet. Nein, du bist ja wahnsinnig. Du spielst mit deinem Leben. Ich bin Nebensache. Jetzt handelt es sich um dich, um deine Freiheit. Wir müssen fliehen. Und Sie, Prinzessin, Sie müssen uns dabei behilflich sein. Ich? Aber wie soll ich das denn machen? Ich liebe Lisa. Aber ich liebe auch meinen Bruder. Willst du nicht doch hier bleiben? Das geht nicht. Die Sehnsucht nach der Heimat bringt mich um. Ich muss fort. Mein Bruder wird es sehr schwer tragen, denn er liebt dich. Aber ich helfe euch. Oh, ich danke dir von ganzem Herzen. Wartet hier auf mich. Prinzessin. Ich bewundere Sie. Sie sind das süßeste und goldigste Geschöpf, das unser Herrgott je erschaffen hat. Und Sie sind, wenn ich Ihnen schon die Wahrheit sagen darf, der galanteste und liebste Kavalier unter der Sonne. Aber Prinzessin, da müsste sich ja die Sonne schämen. Aber ich weiß schon, warum Sie mir das sagen. Warum? Sie wollen mir den Abschied noch schwerer machen. Ich? Oh nein. In kurzer Zeit werden Sie mich ohne dies vergessen haben. Denn ich weiß, Ihr ganzes Herz gehört Lisa. Und das kann ich verstehen. Aber ein ganz kleines Platzl da drinnen im Herzen. Das gehört einem unvergesslichen. Gässlich süßen kleinen Prinzessin am Bahio. Und wenn die Chrysanthemen blühen, da wird das Herz da drin immer ein bisschen lauter schlagen. Zing, 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 zing. Ja, was war das? Ein Ausdruck größter Freude. Och, ist das aber lieb. Zing, 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 zing. Zing, 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 zing. Zing, zing, zing. Tick, 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 tick,
Anders. Leb wohl. Komm, Gustl. Bleibt. Der Weg ist nicht ganz sicher. Nehmt den geheimen Gang entlang der Parkmauer. Den kennt nur unsere Familie. Leb wohl, Mie. Ich sage nicht leb wohl, sondern auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Versperrt. Dann gibt es nur noch einen allerletzten Ausweg. Flieht durch den Buddha-Tempel. Darf ich fragen, was hier vorgeht?
Wir beide wollten fliehen. Was gedenkst du nun zu tun? Hältst du mich kleinlicher Rache für fähig? Wie wenig du mich kennst. So. Ich fühle mich wie eine Blume in fremder Erde. Ich kann hier nicht mehr frei atmen. Wenn du nicht willst, dass ich unsagbar leide, dann gib mich frei. Diese vor ihrer Seelengröße.